Wenn du keine Milch mehr für deine Kelloggs hast, oh, was nehme ich? Oh, ich habe Wasser, aber es ist nicht kalt genug. Aber ich habe noch Eiswürfel da. Oh ja, Kelloggs mit Wasser und Eiswürfel. Mmh. Wow, 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 wow. Und damit willkommen zurück auf meinen Zweitkanal. Wir schauen uns mal wieder Thanks, I Hate It an. Deswegen, falls ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Abo da lassen. Gerade mal so 40% von euch sind überhaupt abonniert. Sonst würde ich mich über jeden Kommentar auch freuen. Und dann los geht's. Wenn du einen Kuchen backst, oh, zwei Eier brauchen wir. Die müssen wir da einrühren? Nee, nicht einrühren. Obendrauf. Auf den Kuchen. Ah, okay. Aber zwei reichen die? Ich habe einfach mal 12 genommen. Ein leckerer Eierkuchen. Komm, du schaffst es, Schnecke. Du kannst das Beet vervollständigen. Ganz nah dran und... Oh, er hat einen Lag, verdammt. Komm, Schnecke, du schaffst es. Oh, wovon hast du denn heute geträumt? Von Star Wars. Vom glatten Yoda. Um was? Wenn Yoda Anti-Faltencreme benutzt? Oh, du musst Tabletten nehmen. Du brauchst aber nur 9 Stück. Aber warum wurde in der zweiten Reihe einfach was weggelassen? Warum nicht in der letzten oder so? Oh, du liebst Eis. Vanille-Eis hier. Hast du ein ganzes Glas voll. Dann tut man ein bisschen Honig runter, dass das nicht verrutscht. Und ganz viel Honig oder Sirup nochmal um das Glas rum. Und noch mehr Sirup, damit alles schön auf den Teller geht. Schaut das nicht lecker aus? Und jetzt noch Sahne. Mehr Sahne. Sahne. Ah! Das schaut so unappetitlich aus. Du magst Furries? Hier haben wir deine Furry-Zunge, damit du weißt, wie es sich anfühlt, mit deinem Furry zusammen zu sein. Komm her. Wir könnten hier ja eine Treppe anfangen. So eine Stufe, zwei, drei. Oh, nee, machen wir wieder. Wie den Rest einfach. Sollten wir das korrigieren? Nee, nee, nee. Viel zu viel Arbeit. Wenn du eine Raupe findest, die gerade aus Attack on Titan einfach gekommen ist und du weißt, sie wird unser Untergang irgendwann sein. Schnell, beseitigt sie. So schlüpfen Titanen. Hey Mama, ich liebe dich so sehr. Was ist der schlechteste Weg, um dein Getränk zu halten? Nur mit den Fingerspitzen? Hau da direkt rein. Nein, du musst durchgehen. Ha! Respekt, dass er das überhaupt geschafft hat. Wenn du die Menschheit einfach nur hassen kannst. Oh, wir haben eine Pandemie, also mache ich einen Shop auf, der genauso heißt, damit jeder, der das googelt, immer uns findet. Haha, komm, kauf unsere Meme-Gammel-Shirts. Und es einfach klappt. Hast du das Regal über der Heizung eigentlich richtig angebracht? Ja, perfekt. An der Wand. Warum ist das nicht mittig? Lutscher sind so weird. Das Einzige, was du damit machst, ist, dass deine Spucke ein bisschen Geschmack bekommt. Und dann trinkst du sie. Danke. Ich will die größte Arschbombe der Welt machen. Ja, ich bin nämlich Spider-Man. Oh, verdammt, warum rolle ich jetzt auf dem Wasser? Wollte die Fähigkeit gar nicht. Du bist nicht mehr nützlich. Stirb. Hertha. Was? Was? Vorsicht, wen du packst. Du liebst es, Dinge zu hassen hier. Ich weiß nicht, wie man Glas einschüttet. Oder brauchst du deine Kamera? Hier hast du sie. Oh Gott, erstmal Hände waschen. Ich habe richtig Hunger auf Müsli. Oh, ja. Du bist, was du isst. Komm her, Hotdog. Ja. Du wolltest schon immer sehen, wie ein Creeper von innen aussieht? Hier hast du sein Skelett. Und Vorsicht, sonst kommt er für dich. Du hast es alleine auf Klo zu gehen? Wir haben die Toilette für dich, damit deine ganze Familie gleichzeitig auf Toilette gehen kann. Wenn du blind bist und einfach den Truck nicht vor dir siehst. Ah! Au, what the fuck? Und deinen Blindenstock einfach zerstörst vor Rage? Ich weiß noch nicht mal, ob das ein Truck oder was auch immer das sein soll. Oder warum er überhaupt auf der Straße geht. Meine Tochter hat ihr erstes Haus gekauft. Eins, das vor 200 Jahren gebaut wurde. Und da hat sie eine Puppe drin gefunden. Und sie hat sie weggeschmissen. Also habe ich sie ans Fenster getan. Sicher, dass du es warst und nicht die Puppe selbst? Wir haben ein Problem, Boss. Das Design ist nicht groß genug, um das perfekt zu machen. Bei den ganzen Fotos nur niemals die Seite zeigen. Das ist halt so komplett verschoben einfach. Ich habe Limonade gemacht. Ich tue nur noch ein bisschen Zucker rein. Oder ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr mögt es schön süß. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Wenn selbst deine Werbung dich hasst in deinem Land. Ein bisschen Soße rüber. Oh, ich kann nicht essen. Oh, was soll ich nur machen? Wenn deine Tochter ein mega K-Pop-Fan ist und du nur weißt, oh, Korea. Wer ist denn die bekannteste Figur aus Korea? Und dann damit ein Geburtstagsteam macht. Die Tochter schaut mega froh aus. Ich bin Kevin Hart. Hier, schau mal, so würde ich als Mr. Bean ausschauen. Und wenn alles geformt ist, haben wir den Kevin Bean. Wer braucht schon irgendwie Lebensmittel? Hä? Pff. Schau mal hier, Schnee.
Wir sollten wirklich weniger Lebensmittel verschwenden. Wenn du weißt, dass deine Tastatur kaputt ist, aber nur eine Taste. Die F9-Taste. Ein F in Chat, ey. Ich mein F9 in Chat. Wenn die F9-Taste den Internet Explorer benutzt. Hey, was ist falsch, Liebling? Du hast gar nicht deine Vanille-Bohnen-Eiscreme angerührt. Warum nicht? Die schmeckt doch so gut. Die Bohnen werden perfekt ausbalanciert durch die Vanille-Eiscreme. Wenn die ganze Welt einfach nur Südamerika ist. Wäre mir legit nicht aufgefallen, ohne den Kommentar, dass alles einfach immer nur Südamerika ist. Schließ nur mal kurz, bevor ich auf Klo gehe, die Tür ab. Okay, ja, oben einmal und unten. Ich habe was vergessen. Lass sie mich nochmal aufziehen. Wait. Reite auf mir, ich bin ein Pferd. Komm her, schau her, was ich alles kann. Reite auf mir. Ein süßer japanischer Motorradfahrer hat sich gezeigt, dass er in Wirklichkeit ein 50-jähriger Mann ist, der einfach nur eine Face-App benutzt. Was man nicht für ein bisschen Internet-Cloud so alles tut. Du hast Hunger? Du willst ein Eis? Ja, ich will das Pikachu-Eis. Ja, den haben wir heute erst selbst püriert. Ja, deine Stimme. Pika! Werde ich niemals mehr vergessen. Willst du ein oder zwei Kugeln, wenn dein Hund menschliche Zähne hat? Komm her, ich will dich ablecken. Ja! Yeah. Du liebst Gewürzgurken und Schokolade? Wir haben die Schokoladengurken. Nur für dich. Eine Delikatesse. Wenn der Papst sich bedroht fühlt, kann er bis zu 25 Meter oder wie viel auch immer 25 Feet sind, heiliges Gift sprühen. Komm mir nicht zu nah, sonst wirst du getauft. Es ist ja nichts Schlimmes daran, wenn jüngere Kerle ältere Frauen daten wollen. Aber bitte, grab sie nicht aus. Ich will nicht die nächste Pandemie haben. Immer wenn du was aufreißt. Wenn es einen Filter gibt, wo deine Nasenlöcher zu deinen Augen werden und dann soll ich singen, kein Problem. Haha. Ich find's viel erstaunlicher, wie gut das ausschaut. Wenn der Joker einfach nur ein Meme wäre und dich anlächelt, komm, ich bin der neue Arzt. Der Osterhase ist einfach die Persona von Jesus. Deswegen liebt er es, Eier zu legen. Jeder ist ein Furry. Jeder Zahnarzt. Ah, ah, du blutest nur so viel, weil du es selbst nicht oft genug machst. Du musst täglich Zahnseide benutzen. Der Sound des Regens ist so schön. Oh. Aber es in Wirklichkeit einfach nur ein Monster ist. Komm, lass mich rein. Tap, 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 tap. Wenn Animes real wären. Oh verdammt, ich bin zu spät. Ich auch. Ah, wir haben uns geküsst. Meine Zähne. Wenn du in der Klasse wieder anfängst zu malen und du einfach denkst, okay, ich mal jetzt mein Chamäleon-Haustier von Gedächtnis. Was du dir vorstellst, was rauskommt. Was wirklich rauskommt. Wenn du in Amerika lebst und dir keinen Krankenwagen leisten kannst, weil die irgendwie 200 Euro pro Minute kosten. Bitte nicht in einen Krankenwagen tun. Ich will noch danach leben können und nicht in Schulden. Ich habe letztens mir wieder Teenage Mutant Ninja Turtles angeschaut. Ich habe es kurz pausiert, aber im schlechtesten Zeitpunkt. Er hatte seinen Mund offen und dann habe ich gesehen, da lebt noch was drin. Ah, lass mich frei. Ich will hier raus. Das Cocker. Ich hoffe, das sagt man so. Ist das fröhlichste Tier auf dem ganzen Planeten. Aber wieso? Warum ist er immer so fröhlich? Wenn eine Mutter in Gefahr ist, dann schmeißt sie einfach das Baby raus und gibt es dem Raubtier und bringt sich selbst in Sicherheit. Oh nein, ein Raubtier. Was soll ich nur tun? Hier in dem Baby 1. Wow, wow, wow. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir sehr und dauert nur eine Sekunde. Falls ihr jetzt noch mehr Reddit sehen wollt, ist links ein Video. Rechts geht zu meinem Zweitkanal. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.